Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Heute gibt es mal wieder ein Video mit Mach dieses Buch fertig, immer und überall. Und zwar dachte ich, mache ich mal ein kleines Übersichtsvideo. Wir haben ja schon wirklich viele, viele Videos damit gemacht, viele lustige Videos und auch viele total verrückte Videos. Wir waren damit im Schnee, wir waren im Matsch, wir waren draußen, wir waren drin. Wir haben das Ganze mit Kerzenwachs beschmiert, es gibt Halloween-Seiten, es gibt Wolkenschleim-Seiten. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal ein bisschen was. Und ihr seht schon, von außen glitzert das Ganze. Hier sind Pailletten, hier ist Washi-Tape. Dieser Asphalt, der früher mal so ein bisschen durchgeblitzt hat, ist fast komplett verdeckt. Hier sind so einige meiner Lieblingsnagellacke drauf. Ihr seht, den trage ich momentan sogar, den rosanen hier. Dann ist hier Glitzerklebe drauf, dann dieser Glitternagellack und auch eins meiner liebsten Washi-Tapes hier mit dem Gold- und Rosa-Muster. Einmal die Rückseite, da waren ja die Sticker zum selber machen. Die habe ich ja hinten einmal, das sind die drei von uns. Die habe ich mit doppelseitigem Klebeband beklebt und jeweils Kati, Nina und Yoshi gestalten lassen. Und so sahen sie dann nachher aus. Und drei haben wir auch noch in der Fanpost bekommen, auch total lieb. Vielen, vielen Dank dafür. Dann ist hier noch mehr Washi-Tape und man sieht auch schon super viel von außen. Das ganze Buch ist auch total verzogen. Es ist hier hinten richtig, richtig dick geworden. Und der Einband geht hier ziemlich weit nach außen raus. Und ich starte einfach mal vorne. Vorne ist so eine Klammer drin, die so ein bisschen zusammenhält. Und ja, hier gibt es jetzt noch nicht so ganz viel zu sehen. Hier einmal ein großes Tattoo. Die Seite kommt auch schon so richtig raus. Also die hängt so halb daneben. Und dann gibt es hier Loom Bands. Die habe ich mit Heißkleber angeklebt. Ein Herz. Und das war auch ein Vorschlag von Girly Time 1. Hier ist noch ein Herzchen. Und ja, die sind richtig schön fest. Ups, da habe ich direkt eins abgezogen. Also eigentlich sind die wirklich gut verklebt hier. Aber wenn man das Falsche erwischt, lösen die sich durchaus. Hier zum Beispiel, das ist richtig fest drin. Und das hier habe ich auch wieder sicher verstaut. Dann gibt es hier Löcher. Die Seite ist inzwischen wieder getrocknet. Die hatte Kati mal geflutet. Wenn man so drüber fasst, kann man das Ganze auch noch so spüren. Also die ist ein bisschen rauer als die anderen. Und hat hier auch so einen festen Knick. Dann ganz, 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 ganz viele Emojis. Alles vollgeklebt damit. Hier aus Moosgummis, Sticker, kleine Äffchen, Glitzer, Kussmundmünder. Das wurde von Unicorn 3 gewünscht. Kleine Raketen, ganz, ganz viele lustige Sachen. Da ging es um Mondphasen. Und hier sind wir beim Dreck. Also diese Seite strotzt nur so. Hier in der Mitte hat sich auch ganz viel gesammelt. Ja, wenn ich das Buch ausklopfe, wie ihr seht, kommt eine Mischung aus Glitzer und Dreck raus. Also ich glaube, das beschreibt das Buch ganz gut. Es ist eine Mischung aus Glitzer und Dreck. Und ja, hier sind unsere Zeichnungen mit Filzstift, die wir dann in den Regen gelegt haben. Das Ganze ist dann so verlaufen. Dann geht es weiter mit Washi-Tape. Da habe ich einmal die ganze Seite beklebt. Auch hier mit Glitzer, hier zum Hochklettern, das haben wir noch nicht so ganz gemacht, also wirklich runtergeschmissen, außer von einem kleinen Hügel haben wir es noch nicht. Hier sind Pappkartons eingeklebt und eine ganze rosane Seite, auch ein bisschen schmutzig geworden schon, aber auch viel Rosa, viel Einhörner und viel Glitzer dabei. Hier Katis Name auch einmal in Glitzerschrift und hier geht es weiter mit runden Stickern zum Thema Kreis. Und das schimmelt auch schon so ein bisschen. Da muss ich gleich mal gucken. Ah, das war die Glibby-Seite. Ja, die ist richtig eklig geworden. Und es geht weiter mit Nagellack. Genau, Kira's World hatte sich das gewünscht. Da haben wir ganz viel Nagellack drauf gemacht. Dann noch Sachen, die wir draußen gefunden haben. Federn und Gras. Und noch mehr Glitzer. Ganz viel Glitzerkleber ist hier drauf. Platz für tote Käfer, da haben wir leider noch keinen gefunden. Hier haben wir verschiedene grüne Sachen drauf gedrückt. Blätterdruck und die Halloween-Seite, auch mit Dreck und rotem Kerzenwachs und ganz vielen Papierchen mit Augen und richtig unheimlich. Genau, angebunden haben wir das Buch auch mal. Dann ist hier wieder mehr Dreck, da sind wir richtig drauf rumgetrampelt. Hier haben wir Yoshi und Nina einmal reingemalt. Und hier kommt auch schon der Wolkenschleim. Der hat leider das Buch komplett verklebt. Also die beiden sind noch ganz hübsch, aber diese hier sind
leider doch etwas, ja, verklebt. Ich glaube, das lässt sich gar nicht mehr lösen. Da hat Kathi auch geschrieben, was sie alles so bei uns im Studio gesehen hat. Und dann kommen wir auch schon zu einer wirklich wunderschönen Seite. Da hat Kathi unseren Namen ganz oft gestaltet. Und hier gibt es ein Fleckenprotokoll mit Öl, Zitronensaft, verschiedenen Lippenpflegesachen und auch wieder Kerzenwachs. Das Kerzenwachs ist auch richtig durchgesappt und hat hier hinten auf das ganze Buch einmal bis hinten zur letzten Seite wirklich ein bisschen zusammengeklebt und mit Kerzenwachs durchtrennt. Ja, also das Buch hat uns super viel Spaß gemacht. Ein paar Seiten haben wir ja noch. Ich muss, glaube ich, erstmal die schimmligen Seiten so ein bisschen trocknen, vielleicht sogar entfernen. Ich muss mal schauen, wie wir mit dem Ganzen hier weitermachen. Aber es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht bisher. Ich dachte, ich zeige euch das Ganze nochmal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Da freuen wir uns natürlich immer. Vielleicht habt ihr noch andere coole Bücher entdeckt und wollt sie uns empfehlen. Schreibt es uns einfach unten in die Kommentare rein. Oder ihr habt hier im Video noch eine Seite entdeckt oder ihr habt noch eine super coole Idee für uns. Schreibt es auch einfach unten rein, wenn wir noch irgendwas mit dem Buch anstellen sollen, wo ihr sagt, das habt ihr noch nicht gemacht, das ist super wichtig, das ist super lustig. Macht es auf jeden Fall. Einfach unten reinschreiben. Sonst freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei Snapchat bei uns vorbeischaut. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!